In 50 Jahren müssen wir nicht mehr überlegen, was wir gegen die Islamisierung tun können. In 50 Jahren ist es zu spät. Wir müssen jetzt anfangen. Beteiligt euch an diesem gesegneten Schwert. Kinder, fiese Wesen, stirbt den Tod der Ehre. Das ist eine Religion des Intolerant, eine Religion der Gewalt. Und so was wollen wir hier nicht. Die Belagerung vor Wien, das ist ja alles zurückgeschlagen worden, dieser islamische Eroberungsversuch. Und diese islamische Eroberung findet heute durch Geburten statt. Dass auch im letzten Musulmanenkampf klar sein muss, wir wollen sie nicht, wir wollen sie nicht, wir wollen sie nicht. Ein Grillnachmittag im beschaulichen Radevormwald bei Remscheid. Hier treffen sich die Anhänger der rechtspopulistischen Partei Pro-NRW. Ihr gemeinsamer Nenner ist der Kampf gegen den Islam. Weil mich die Themen Islamisierung und auch Zuwanderung immer interessiert haben. Und ich habe da auch noch in meiner CSU-Zeit immer eine Position vertreten, die am rechten Rand der CSU sicher war, wenn man das so verorten will. Und weil ich mich einbringen wollte in eine Partei, die das wirklich auch ungeschminkt und ohne Rücksicht auf politische Korrektheit aktiv betreibt. Deswegen habe ich mich gerne eingebracht bei Corona. Falls in den nächsten Monaten noch Freunde... Markus Wiener ist Generalsekretär von Pro-NRW. Auf Veranstaltungen schüren er und seine Parteifreunde gezielt Ressentiments gegen Ausländer, vor allem gegen Muslime. Die multikulturelle Gesellschaft ist doch gescheitert. Multikulti ist tot und das ist bewiesen. Wir werden auch zukünftig gegen den Bau von orientalischen Großmoscheen als Machtsymbole demonstrieren und wir werden unsere Heimat verteidigen. Auch Dennis Kuspert gehört einer kleinen, aber gefährlichen Minderheit an. Er vertritt eine äußerst extremistische Auslegung des Islam, den Salafismus. Sein Ziel ist nichts weniger als die islamische Weltherrschaft. Als Jugendlicher kommt Kuspert mit dem Gesetz in Konflikt, muss wegen Drogen- und Gewaltdelikten ins Gefängnis. Später macht er sich mit dem Künstlernamen Desodoc als Rapper einen Namen. Im November 2010 dann die radikale Wendung. Kuspert wird überzeugter Muslim. Er löscht alle seine Liedtexte von seiner Internetseite. Von diesem Tag an habe ich mich entschieden, mein Leben zu verändern und mein Leben komplett ganz Allah zu widmen. Und Alhamdulillah, ich habe das wirklich mit aufrichtigen Herzen gemacht, mit aufrichtiger Bitte. Ich habe Allah darum gebeten, mich rauszuziehen aus dieser Dunkelheit. Und Alhamdulillah, von diesem Tag an habe ich angefangen zu beten. Kusperts Weg führt zur radikal-islamischen Gemeinde Milatu Ibrahim. Sie versteht sich als Kampfverband im Namen des Propheten und ruft auf zum Dschihad, zum sogenannten Heiligen Krieg gegen alle Ungläubigen. Dennis Kuspert hält den Terror von Al-Qaida für gerecht und nachahmenswert. Es sind seine letzten Aufnahmen in Deutschland. Seit Juni 2012 ist er untergetaucht. Dieses Video entsteht kurz vor seiner Flucht, offenbar als Grundlage für einen Märtyrerfilm. Es ist Kriegserklärung und Abschiedsbotschaft zugleich. Und ich möchte meiner Familie sagen, seid nicht traurig, denn wahrlich, ihr habt Barmherzigkeit in eurem Hause gehabt. Und unter euch ist einer, der, inshallah, das Licht genommen hat und ergriffen hat. Und ich kann jeder Familie empfehlen, erzieht eure Kinder zu Löwen, erzieht sie zu Mujahideen, wandert aus, macht die Hijra, geht in den Dschihad. Denn wahrlich, der Dschihad ist der Gipfel des Islams. Und im Dschihad werdet ihr den richtigen Islam kosten. Bombenterror gegen den Westen. Die Botschaft der radikalen Islamisten ist eindeutig. Dass sie damit im Widerspruch zur großen Mehrheit der friedlichen Muslime stehen, kümmert die Gotteskrieger herzlich wenig. Wenn ihr heute nicht mehr verstehen könnt, wie sich jemand selber in die Luft sprengt, um die Feinde mit in den Tod zu reißen, so versucht doch jemandem, das Rechnen mit Variablen beizubringen, der nicht einmal weiß, wie man addiert und subtrahiert. Und genau das ist das Problem. Genau das ist der Punkt. Ihr seid, was den Glauben angeht, auf der Strecke geblieben. Weil ihr es verweigert, den letzten aller Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzuerkennen und ihm zu folgen.
und traurig wird der Ausgang sein. Solche Tiraden sind Wasser auf die Mühlen der radikalen Islamgegner in Deutschland. Juni 2012. Die selbsternannten Verteidiger der deutschen Kultur sind in Köln angetreten und protestieren gegen die vermeintliche Islamisierung der Gesellschaft. Mit dabei ist Sebastian Nobile von der sogenannten German Defense League. Übersetzt heißt das Deutsche Verteidigungsliga. Wir sind angetreten wie die English Defense League und die anderen Defense Leagues in Europa, auch in den USA, auch die Jewish Defense League, um eigentlich gegen diese faschistoiden Tendenzen anzugehen, die es auch im Islam massiv gibt. Die Islamgegner geben sich betont harmlos und gehen auf Abstand zu notorischen Neonazis. Rufen Sie mal den Einsatz an, damit ich das nicht. Wer wusste der andere? Komm, weg, weg, weg. Neonazis werden aus den Veranstaltungen der Rechtspopulisten entfernt. Laut und öffentlichkeitswirksam. Ich möchte, dass der sofort verschwindet. Wir haben mit Neonazis nichts zu tun und er versucht hier offensichtlich für wen auch immer zu provozieren. Bitte gehen Sie jetzt. Dies ist genau die Verkleidung, wo sich der Gegner drüber freut. Wie vom Verfassungsschutz ausstaffiert. Gehen Sie jetzt. Tun Sie Ihr böses Werk. Ein Grundmotiv aber ist das gleiche. Fremdenfeindlichkeit. Der Islam breitet sich auf eine Art aus, die unerträglich ist. Und ich finde, dagegen muss man auch hier in Deutschland was sagen, weil die Demografie, die muslimische, sagt uns, dass wir als Stammeuropäer zurückgehen und die Muslime als Muslime natürlich entsprechend wachsen, ja, wesentlich mehr Kinder haben und das auch ein bestimmtes Ziel verfolgt, nämlich die Verwirklichung der Islamisierung hier in Europa und in der ganzen Welt. Ja. Das ist das Ziel. Die German Defense League wächst schnell. In den letzten Monaten sind mehr als 20 sogenannte Divisionen entstanden. So nennen die Rechtspopulisten ihre Ortsverbände. Nach Schätzungen gibt es einige hundert Aktivisten in Deutschland. Sebastian Nobile würde am liebsten den Bau von großen Moscheen generell verhindern. Er begründet das mit einem irritierenden Vergleich. Das ist eine extrem schwierige Frage, weil es ist, wie weit lässt man Mord zu, ja? So könnte man genauso sagen, verbietet man jetzt einen leichten Mord oder einen schweren Mord? Das ist eine sehr müßige Diskussion und ein sehr müßiges Feld. Konkret äußern kann ich mich dazu nicht. Ich würde mir das wünschen, dass diese Moscheen in der Form nicht da wären. Ich würde mir überhaupt wünschen, dass diese islamische Ideologie hier keinen Boden fände, prinzipiell. Das Lieblingsfeindbild der Islamgegner sind die radikalen Salafisten. Ihre Zahl in Deutschland wird von Experten auf 3.000 bis 5.000 geschätzt. Ein Teil gilt als gewaltbereit und kämpft dafür, den freiheitlichen Rechtsstaat durch die Scharia zu ersetzen. Takbir! Takbir! Man sagt mir, die Leute kriegen. Viele ihrer Wortführer sind Konvertiten, als Kinder getaufte Christen, heute Ideologen im Namen Allahs. So wie Bernhard Falk, alias Muntazir bi Ilah. Als Mensch, der auf der Suche ist nach dem Sinn des Lebens, war es für mich natürlich, dass ich mich also auch mit dem Islam beschäftige und habe dann Antworten gefunden auf das, was ich suchte. Und das hat mir viel Kraft gegeben. Und so ist es bis heute nicht. Bernhard Falk ist für die Polizei kein Unbekannter. In den 90er Jahren ist er noch ein Linksterrorist, verübt Bombenattentate für die antiimperialistischen Zellen. Während der 12 Jahre Haft konvertiert er zum Islam. Sein Feindbild kann er dabei gleich behalten. Den angeblich imperialistischen Kapitalismus, also freie Marktwirtschaft und die westlichen Demokratien. Die Linken haben sich immer gegen Ausbeutung eingesetzt. Kapitalistische Ausbeutung, rassistische Ausbeutung, patriarchale Ausbeutungsformen. Und der Islam kann Ungerechtigkeit überhaupt nicht akzeptieren. Und ich denke, da gibt es sehr viele Parallelen. Heute gibt Falk ein Theorieheftchen heraus mit dem Titel Denkanstöße. Hier dreht sich alles um die Alleinherrschaft des Islam und antiwestliche Propaganda. Die USA und ihr Verbündeter Deutschland als Feinde der Menschheit. So werden Muslime von Männern wie Bernhard Falk radikalisiert. Es geht um die Gesamtorientierung der Gesellschaft. Was man dieser Gesellschaft hier vorwerfen muss, ist, dass sie letztlich durch das System, das sie weltweit praktiziert und durchsetzt, dass sie über Leichen geht. Und das ist eine verheerende Form des Kapitalismus, die nicht akzeptabel ist. Essen, April 2012.
Die radikalen Islamgegner von Pro-NRW rüsten zur Landtagswahl. Am Wahltag werden sie mit 1,5% weit entfernt von ihren Zielen bleiben. Und das trotz neuer provozierender Strategie. Pro-NRW setzt auf Konfrontation, veranstaltet öffentliche Wettbewerbe mit Mohammed-Karikaturen. Viele Muslime empfinden das als schwere Beleidigung, sehen sich verletzt in ihrer Religionsfreiheit. Markus Wiener und seine Parteifreunde rechtfertigen ihren Kurs mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Verantwortungslose Zündelei, geschützt vom Grundgesetz. Zücken Sie die Handykameras, zücken Sie die Filmkameras. Lassen Sie Öffentlichkeit herstellen. Wir werden hier unsere Karikaturen natürlich vorstellen. Die sind alle rechtlich sauber. Das ist Meinungsfreiheit, das ist Kunstfreiheit. Wahlkampf auf dem Pulverfass. Von Polizisten geschützt. Gezielt werden religiöse Gefühle verletzt und fremdenfeindliche Ressentiments geschürt. Am Hals, im Hintergrund der feigsten Islamist. Lassen Sie uns unsere Forderung nach dem sofortigen Ende der Masseneinwanderung so laut und deutlich von dieser Stelle aus wiederholen, dass auch im letzten Musulmanenkampf klar sein muss, wir wollen sie nicht, wir wollen sie nicht, wir wollen sie nicht. Für gewaltbereite Islamisten sind solche Parolen wie eine Kriegserklärung. Deutschland, was soll ich zu Deutschland sagen? Eure Sicherheit, ihr habt keine Sicherheit mehr. Ihr werdet nicht mehr in Sicherheit leben, denn ihr habt unsere Sicherheit schon längst weggenommen. Ihr habt genehmigt, das deutsche Volk, die Politiker und alle haben die Kriege unterstützen die Kriege in den ganzen Ländern. Ihr habt Waffengeschäfte gemacht mit Libyen, ihr habt Waffengeschäfte gemacht mit Saudi-Arabien, ihr habt Waffengeschäfte gemacht mit pakistanischen Regierung, afghanischen Regierung und ihr setzt Millionen und Milliarden Euros ein, um den Krieg zu fördern gegen den Islam. Und deswegen ist dieses Land hier, die Bundesrepublik Deutschland, ist ein Kriegsgebiet. Das Internet ist voll von islamistischen Gewaltvideos. Geködert wird mit einer Mischung aus Abenteuer und Sinnsuche. Allah gefallen durch Blut und Krieg. Für den Dschihad werben auch junge Männer, die aus Deutschland kommen. Der Koran ruft euch. Er ruft euch, den ehrenvollen Tod für Allah zu sterben. Und beteiligt euch an diesem gesegneten Dschihad. Wir kennen Fisa Beliza und sterbt den Tod der Ehre. Solingen, 1. Mai 2012. Seit drei Tagen provoziert Pro-NRW mit den Mohammed-Karikaturen. Radikale Salafisten antworten mit hasserfüllter Wut. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Ihr wisst, das Christentum ist kaputt. Geht den Bach hinunter. Ihr seht, wie Pädophile und Priester geworden sind. Ihr seht es ganz genau. Ihr habt kein Vertrauen mehr zur Kirche. Kehrt zu Allahs Scharia zurück. Kehrt zur Religion zurück, die vom Schöpfer kommt. Wer muss sich integrieren? Wer? Wen gehört diese Welt? Wen? Wen gehört diese Welt? Deutschland? Sind wir in Deutschland? Nein. Wir sind auf der Welt von Allah. Wir sind auf der Welt Allah. Und ihr müsst euch integrieren. Nicht wir. Takbir! Die Islamisten sind mit Kriegsfahnen von Al-Qaida angetreten und schreien sich in Rage. Sie wollen die Beleidigung ihres Propheten mit allen Mitteln verhindern. Aber die Rechtsradikalen von Pro-NRW denken nicht daran, nachzugeben. Berlin und anderswo aufgegeben. Wir geben auch diese Stadt Solingen nicht auf. Solingen wird auch in Zukunft das bleiben, was es heute ist, nämlich eine deutsche Stadt mit deutschen Bürgern und deutscher Leitkultur. Und wenn Ihnen da drüben das nicht passt, dann gehen Sie nach Hause, packen Sie den Koffer. Wir werden jetzt in den nächsten Minuten die Karikaturen von Kurt Westergaard ausstellen. Wir werden eine Dokumentation zeigen zum Karikaturenstreit. Und ich bitte Sie, einmal diese Karikaturen jetzt vorne auf. Dann zeigen die Rechtsextremen die Karikaturen. Potenzielle Killer! Potenzielle Killer! Haltet sie auf! Schickt sie in die Heimat! Die Situation eskaliert. Islamisten greifen die Polizei an. Die Beamten reagieren und beenden die Kundgebung innerhalb weniger Minuten. Das Ergebnis der gegenseitigen Provokation sind 3 verletzte Polizisten und 44 verhaftete Islamisten. Die Agitatoren von Pro-NRW feiern den Tag als Bestätigung der vermeintlichen Gefährdung durch den Islam. Nur eine Woche später treffen beide Seiten erneut aufeinander. Diesmal in Bonn. Alles beginnt ganz ruhig mit einem Gebet. Den Ton gibt Dennis Kuspert vor. Unter seinen Anhängern sind polizeibekannte Salafisten.
Einige sind bewaffnet. Wieder wollen sie das Zeigen der Karikaturen mit allen Mitteln verhindern und drohen unverhohlen mit Gewalt. Dass Karikaturen vom Propheten Mohammed gezeigt werden. Und das ist ihre Pflicht, es zu unterbinden. Und wenn sie es nicht tun, wir können leider für nichts garantieren. Als die Aktivisten von Pro-NRW wieder ihre Bilder heben, fliegen Steine und Eisenstangen. Vor allem auf die Polizisten, die die Extremisten voreinander schützen sollen. Vorbeter Dennis Kuspert erklärt später, er habe die Gewalt verhindern wollen. Und Wallahi, Allah ist mein Zeuge. Ich habe keine Gewalt geplant, sondern Allah ist mein Zeuge. Ich habe sogar Steine genommen und weggebracht. Steine genommen und weggebracht, Flaschen genommen und weggebracht. Und ich habe so oft gesagt in den Kameras und zu den Polizisten, wir wollen keine Gewalt, wir wollen, dass diese Schilder verhindert werden, wir wollen, dass diese Karikaturen verhindert werden. Wir sind hier nicht, um irgendwelche Sachen zu planen und zu machen. Und ich habe die Jugendlichen gesagt, keine Gewalt, lasst euch nicht provozieren, provoziert nicht. Schmeißt die Steine weg, schmeißt die Stöcker weg. Doch diese Fotos sprechen eine andere Sprache. Kuspert zerlegt eigenhändig einen Gartenzaun und verteilt die Latten an Gesinnungsgenossen. Ein anderer Islamist geht noch weiter. Murat K., hier links im Bild, greift in seine Hosentasche. Wenig später liegen zwei Polizisten am Boden, mit Messerstichen schwer verletzt. Ich kann nur sagen, die Polizisten, die niedergestochen wurden, sie waren am falschen Ort zur falschen Zeit. Es war nicht die Absicht der Muslime, die Polizisten so zu verletzen, aber die Polizisten hatten die Absicht, die Muslime zu verletzen und sie haben genehmigt, den Propheten zu verletzen und zu beleidigen. Und ich denke, dass sie sich nicht wundern brauchen. Der Straßenschlacht folgt ein Internetaufruf. Eine Propagandaseite aus dem Umfeld von Al-Qaida fordert zum Mord an allen auf, die Mohammed-Karikaturen zeigen. Auch die deutschen Medien haben an den Verbrechen wieder mitgewirkt. Unter dem Deckmantel der neutralen Berichterstattung haben sie wieder einmal die Karikaturen veröffentlicht. Lasst eure Eifersucht in einem systematischen Kampf fließen und lauert ihren Mitarbeitern auf, tötet sie. Die Staatsmacht handelt. Am 14. Juni 2012 wird die radikal-islamische Organisation Milatu Ibrahim verboten, der auch Dennis Kuspert angehört. Bundesweit werden Wohnungen durchsucht, ganze Kisten von Belastungsmaterial gesichert. Fast zeitgleich tauchen mehrere Salafisten unter und verlassen Deutschland. Nach Erkenntnissen des BKA besteht die Gefahr, dass sie sich Terrorgruppen in Nordafrika anschließen. Das Entscheidende ist, der Islam lässt sich nicht verbieten. Sicher versucht der Staat hier, die Muslime so zu beeinflussen, dass sie den Koran auf eine Weise interpretieren, die sozusagen imperialismuskompatibel ist, sodass also das dem Staat hier nicht in die Quere kommt. Aber das Problem ist ja, und davon muss sich die BRD auch lösen, von der Vorstellung, die Verhältnisse auf der Welt nach eigenem Gusto ordnen zu können. Die Muslime weltweit werden sich von der BRD nicht vorschreiben lassen, wie sie zu denken haben. Spätsommer in Köln. Sebastian Nobile hat Stress mit Gegendemonstranten. Der Kölner Islamgegner will den ersten Aufmarsch der German Defense League in Deutschland organisieren. Es soll ein Marsch der Patrioten werden. Nur knapp 100 Gleichgesinnte folgen dem Aufruf. Die Transparente und Parolen im Schatten des Kölner Doms sind entlarvend. Biedere Deutschtümelei und plumpe Ausländerfeindlichkeit. Wir sind heute hier aus vielen verschiedenen Gründen, aber alle aus einem Motiv heraus. Wir lieben unser Land! Wir sehen Entwicklungen, die uns zu nichts anderem führen, als einen Niedergang dessen, was wir lieben und schätzen, was wir ehren und was uns heilig ist. Auch der Gründer der German Defense League darf das Wort ergreifen und schürt Ängste vor Muslimen.
Wir haben in Deutschland keine Zeit mehr. Zeit ist ein Luxus, den wir nicht haben. In 50 Jahren müssen wir nicht mehr überlegen, was wir gegen die Islamisierung tun können. In 50 Jahren ist es zu spät. Wir müssen jetzt anfangen. Islamisten und Islamhasser. Beide bemühen sich um internationale Vernetzung. Während allerdings Al-Qaida längst als multinationaler Krake operiert, sind die Rechtspopulisten noch in der Phase der Anbahnung. In Österreich war die FPÖ immerhin schon an der Regierung beteiligt und zählt in Umfragen derzeit zu den stärksten Parteien. Für Markus Wiener und seine kleine Schar von Pro-NRW ist die Alpenrepublik deshalb ein Vorbild. Auf dem FPÖ-Parteitag in Wien darf er seine Ansichten zum Islam vortragen. Wir haben die Sollbruchstellen der multikulturellen Gesellschaft aufgezeigt, als in Solingen und in Bonn hunderte Islamisten mit Dachlatten, mit Eisenstangen, mit Messern auf deutsche Polizisten losgegangen sind. Der Provokateur als Ankläger? Das ist unser Land! Das ist unser Land! Und über 30 Polizisten teilweise schwer verletzt haben. Wir haben aufgezeigt, dass die Überfremdung und Islamisierung unserer Ballungsgebiete und Großstädte zu einer echten Gefahr für unsere Staaten werden kann. Und wir müssen daher umgehend eine Kurskorrektur in der Ausländerpolitik und in der Integrationspolitik durchführen. Wenn es gegen Ausländer geht, sind sich die Kameraden von rechts außen einig. Über nationale Grenzen hinweg. Antwerpen, Belgien. Hier zählt eine fremdenfeindliche Bewegung seit Jahren zu den stärksten Parteien. Der Vlaams Belang. Es ist die nächste Station von Markus Wiener. Wie Pro-NRW setzen auch die belgischen Rechtspopulisten auf islamfeindliche Wahlkämpfe. Da liegt es nahe, dass man die Kampagnen koordiniert. Das ist die Plakate mit meiner Tochter. Die Burka-Bikini. Schlagzeilen produzieren, ne? Ja. Frauen gegen Islamisierung. Hat doch ein zweites Plakat gemacht. Können Sie nachdenken, Deutschland. Ja, das ist gut. Das ist die Schweizer Volkspartei. Ja, haben Sie schon. Wir haben zusammengearbeitet mit das Kampagnenbüro von der Schweizer Volkspartei. Zusammen haben wir diese Kampagne. Ist ein Deutscher, glaube ich. Ne? Das ist ein Deutscher. Er arbeitet auch zusammen mit den Leuten von der FPÖ. Ja. Er hat uns auch das Motiv verkauft. Die Schweizer Volkspartei hatte doch Anti-Minarett-Plakate. Ja. Wo diese Minarette wieder kämen aus. Stimmt. Und da hat er uns die Rechte für Deutschland überlassen, für ein kleines Entgelt. Die Männer von Vlaams Belang stehen wegen ihrer Ausländerfeindlichkeit in der Kritik. Und manchmal auch vor Gericht. Ihre Parolen müssen sie deshalb genau abwägen. Der Feind, das ist nicht der Terrorismus, das ist nicht das Gewalt. Der Feind, das ist der Islam. Der Feind ist nicht der Terrorismus. Und der Feind ist nicht die Gewalt. Der Feind ist der Islam, der radikale Islam, der alles bekämpft, was irgendwie westlich ist. Solange wir das nicht erkennen, solange werden wir die Verlierer sein. Das ist kein Krieg gegen Terroristen, sondern es ist ein kultureller Krieg gegen eine gefährliche Ideologie, gegen eine Religion, die Europa von der Karte fegen möchte. Gegen eine Religie, die Europa von der Karte will vegen. Es geht darum, für uns das Vakuum zwischen CDU und dann dem neonazistischen Bereich, dieses Vakuum, also rechtskonservativ. In 50 Jahren müssen wir nicht mehr überlegen, was wir gegen die Islamisierung tun können. In 50 Jahren ist es zu spät. Wir müssen jetzt anfangen. Beteiligt euch an diesem gesegneten Schwert. Wir kennen fiese Wesen. Sterbt den Tod der Ehre. Das ist eine Religion des Intolerant, eine Religion der Gewalt. Und was wollen wir hier nicht? Die Belagerung vor Wien, das ist ja alles zurückgeschlagen worden, dieser islamische Eroberungsversuch. Und diese islamische Eroberung findet heute durch Geburten statt. Dass auch im letzten Musulmanenkampf klar sein muss, wir wollen sie nicht, wir wollen sie nicht, wir wollen sie nicht. Ein Grillnachmittag im beschaulichen Radevormwald bei Remscheid. Hier treffen sich die Anhänger der rechtspopulistischen Partei Pro-NRW. Ihr gemeinsamer Nenner ist der Kampf gegen den Islam. Weil mich die Themen Islamisierung und auch Zuwanderung immer interessiert haben. Und ich habe da auch noch in meiner CSU-Zeit immer eine Position vertreten, die am rechten Rand der CSU sicher war, wenn man das so verorten will.
und weil ich mich einbringen wollte in eine Partei, die das wirklich auch ungeschminkt und ohne Rücksicht auf politische Korrektheit aktiv betreibt. Deswegen habe ich mich gerne eingebracht bei Corona. Falls in den nächsten Monaten noch Freunde... Markus Wiener ist Generalsekretär von Pro-NRW. Auf Veranstaltungen schüren er und seine Parteifreunde gezielt Ressentiments gegen Ausländer, vor allem gegen Muslime. Die multikulturelle Gesellschaft ist doch gescheitert. Ja. Multikulti ist tot und das ist bewiesen. Wir werden auch zukünftig gegen den Bau von orientalischen Großmoscheen als Machtsymbole demonstrieren und wir werden unsere Heimat verteidigen. Auch Dennis Kuspert gehört einer kleinen, aber gefährlichen Minderheit an. Er vertritt eine äußerst extremistische Auslegung des Islam, den Salafismus. Sein Ziel ist nichts weniger als die islamische Weltherrschaft. Als Jugendlicher kommt Kuspert mit dem Gesetz in Konflikt, muss wegen Drogen- und Gewaltdelikten ins Gefängnis. Später macht er sich mit dem Künstlernamen Desodoc als Rapper einen Namen. Im November 2010 dann die radikale Wendung. Kuspert wird überzeugter Muslim. Er löscht alle seine Liedtexte von seiner Internetseite. Von diesem Tag an habe ich mich entschieden, mein Leben zu verändern und mein Leben komplett ganz Allah zu widmen. Und Alhamdulillah, ich habe das wirklich mit aufrichtigen Herzen gemacht, mit aufrichtiger Bitte. Denn ich habe Allah darum gebeten, mich rauszuziehen aus dieser Dunkelheit. Und Alhamdulillah, von diesem Tag an habe ich angefangen zu beten. Kusperts Weg führt zur radikal-islamischen Gemeinde Milatu Ibrahim. Sie versteht sich als Kampfverband im Namen des Propheten und ruft auf zum Dschihad, zum sogenannten Heiligen Krieg gegen alle Ungläubigen. Dennis Kuspert hält den Terror von Al-Qaida für gerecht und nachahmenswert. Es sind seine letzten Aufnahmen in Deutschland. Seit Juni 2012 ist er untergetaucht. Dieses Video entsteht kurz vor seiner Flucht, offenbar als Grundlage für einen Märtyrerfilm. Es ist Kriegserklärung und Abschiedsbotschaft zugleich. Und ich möchte meiner Familie sagen, seid nicht traurig, denn wahrlich, ihr habt Barmherzigkeit in eurem Hause gehabt. Und unter euch ist einer, der, inshallah, das Licht genommen hat und ergriffen hat. Und ich kann jeder Familie empfehlen, erzieht eure Kinder zu Löwen, erzieht sie zu Mujahideen, wandert aus, macht die Hijra, geht in den Dschihad. Denn wahrlich, der Dschihad ist der Gipfel des Islams. Und im Dschihad werdet ihr den richtigen Islam kosten. Bombenterror gegen den Westen. Die Botschaft der radikalen Islamisten ist eindeutig. Dass sie damit im Widerspruch zur großen Mehrheit der friedlichen Muslime stehen, kümmert die Gotteskrieger herzlich wenig. Wenn ihr heute nicht mehr verstehen könnt, wie sich jemand selber in die Luft sprengt, um die Feinde mit in den Tod zu reißen, so versucht doch jemandem das Rechnen mit Variablen beizubringen.